Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Assassin's Creed Valhalla. Das letzte Mal haben wir Venutius' Grab abgeschlossen und damit auch alle Gräber der Gefallenen beendet. Ich habe jetzt zwischen der letzten Episode und dieser Folge noch ein bisschen organisatorischen Kram erledigt. Zum einen habe ich alle Schatzortkarten abgearbeitet, das heißt, wir haben da noch weitere Tattoo-Vorlagen und Schiffsdekorationen bekommen. Und ich war auch noch im Frankenreich, wo ich die Verrufsstufe auf die maximale Stufe gebracht habe. Da habe ich also die Rebellen ein bisschen unterstützt. Das sah so aus, dass ich meistens irgendwie eine bestimmte Person erledigen musste, die auch meistens in irgendwelchen Patrouillen unterwegs war. Und da konnte ich dann mit einem Rauch- und Explosionspfeil sehr schnell alle besiegen. Und das musste ich ungefähr 20 Mal machen, bis wir dann die maximale Stufe von 4 vollständig aufgelevelt haben. Dafür gab es dann am Ende diese schöne Sequenz mit Pierce. Na, sieh mal an! Komm, gesell dich zu uns! Du auch, Piers! Lasst alle Sorgen hinter euch! Wunderbar! Wenn du mehr tun willst, gib mir Bescheid. Wird hier gefeiert? So ähnlich. Eine Pause nach all der schweren Arbeit. Komm, trink mit uns! Das sieht mehr nach einer Schenke, nach einem Versteck Aufständischer aus. Wir nennen sie hierzulande Tavernen. Trinkt mit Bedacht. Zu viel Wein bringt einen dazu, sein Herz auszuschütten. Liebe Leute, ich bin nicht für lange, blumige Reden bekannt. Was ich sagen will, lässt sich in wenigen Worten ausdrücken. Wir sind auf gutem Weg. Trinken wir auf uns und auf Eivor. Du bist weicher geworden als der Käse, den du liebst. Zu Anfang hatte ich keine Hoffnung für diese Bewegung. Besser gesagt, ich wollte keine haben. Eine kleine Gruppe bewaffneter Bauern gegen eine Armee bewaffneter Soldaten. Doch nun... Nicht die Zahl der Kämpfenden entscheidet über den Sieg, sondern ihre Hoffnung und ihr Mut. Bah, Hoffnung ist ein widerliches Wort. Doch bei Gott, sie ließen mich etwas fühlen. Gab und Gegengabe begründet Freundschaft, wenn sonst nichts entgegensteht. Zeilen aus dem Havamal, weise Worte, denen wir folgen. Wie poetisch. Für einen Haufen blutdürstiger Plünderer. Des Weiteren war ich auch noch auf Flussraubzügen, wo wir dann uns auch noch die letzte Fähigkeit verdient haben. Das ist nämlich dann hier die Berserkerfalle, auch wieder ein Pfeil mit sinnestäuschendem Pulver. Und wenn NPCs das einatmen, dann gehen die aufeinander los. Das ist auch so ein bisschen was, wie es damals in Assassin's Creed 2 schon gab, dieses Gift. Ich denke, das ist praktisch so zum Ablenken, so ähnlich wie die Rattenplage, aber wird jetzt wahrscheinlich nicht ein Skill sein, den wir sehr häufig einsetzen werden. Und ich war noch auf Flussraubzügen, sodass wir auch genügend von den Gütern haben, damit wir jetzt auch in Hrefnatorp die Jomsvikingerhalle vollständig ausbauen können und auch da sozusagen Hrefnatorp wieder auf 100% haben. Ja, und dann bleibt auch im Prinzip nur noch diese eine Quest hier übrig. Sonst haben wir wirklich alles gemacht, was es hier in Assassin's Creed Valhalla zu erledigen gibt. Das finde ich schon richtig cool. Und dann geht es auch bald danach noch im März mit dem dritten DLC, die Zeichen Ragnaröks, weiter. Da bin ich mal sehr gespannt, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal und gucken, was bei Valkas Hütte so los ist. So, davor kümmern wir uns aber wie gesagt noch schnell um die Jomsvikingerhalle und ich wollte mal was gucken. Und zwar ist ja Ranghild jetzt mittlerweile auf Stufe 5. Sei gegrüßt, Eivor! Sei gegrüßt. Also gut, hol mir meinen Hauptmann. Gefunden, was du gesucht hast? Und ich glaube, dadurch, dass sie jetzt auf Stufe 5 ist, kann sie auch die besseren Waffen nutzen. Gucken wir mal kurz. Ja! Sie kann jetzt legendäre Waffen nutzen, wie jetzt zum Beispiel den Speer Gay Bolg. Das ist natürlich sehr, sehr stark und, wie ich das sogar gesehen habe,
kann sie sogar zweimal diesen legendären Speer ausrüsten und mit dem Effekt, dieser Betäubungseffekt, dann wird das wohl ziemlich, ziemlich stark sein, wenn sie das benutzt. Kann sie jetzt auch Thors Rüstung tragen? Den Tarnenmantel kann sie tragen? Wow, sie kann alles tragen bis auf Thors Rüstung. Na gut, dann kriegt sie von mir jetzt erstmal die DLC-Sachen. Das ist jetzt das, was wir noch nicht getragen haben, aber was wir bekommen haben, dadurch, dass wir schon die Zeichen Ragnaröks gekauft haben. Dann rüsten wir sie so einmal aus und dann sieht sie da auch sehr, sehr mächtig aus. Das können wir jetzt bei ihr auch einmal anzeigen lassen. Richtig stark, unsere Ranghild. Oh, der Bogen kann natürlich auch mythisch werden. Ah, nee, sie kann leider nicht den Bogen ausrüsten, okay. Dann bleibt sie so jetzt erstmal beim Raubtierbogen, aber das sieht schon sehr, sehr krass aus, was Ranghild jetzt anhat. Und dann hoffen wir mal, dass sie von anderen Leuten angeheuert wird. Nun muss ich gehen. Auf bald. Und jetzt kümmern wir uns noch schnell um die Jomsvikingerhalle. Die war ja irgendwo da drüben bei Wang. Die sieht schon recht stattlich aus, das muss ich sagen. Aber eine Stufe geht hier noch. Und dann bringen wir sie jetzt noch mit 900 Ressourcen auf Rang 4. Ja, nochmal ein bisschen größer und sehr, sehr imposant. Das heißt, hier müssen sich jetzt auch ganz viele starke Jomsvikinger versammelt haben. Aber letzten Endes brauchen wir sie für unsere Mannschaft auch gar nicht mehr. Aber ihr seid hier immer gerne willkommen. Okay, dann jetzt auf zu Valka. Und zur letzten Quest hier in Assassin's Creed Valhalla. Zumindest vorerst. Es ist einfach krass, wie lang dieses Abenteuer jetzt schon ging. Ja, ich denke, es wird sehr schade sein, wenn wir dann hier mit Assassin's Creed Valhalla das Ende erreichen. Ich kann kaum glauben, dass du hier bist. Die Erlösung für mein Volk. Diese Frau scheint mich zu kennen. Wer ist das? Ist es. Valka sagte, wir würden uns treffen. Doch ich kann kaum glauben, dass das legendäre Wolfsmal meine kleine Nebelinsel retten wird. Wer bist du? Wie immer etwas vorschnell, meine Liebe. Eivor, das ist Edgyth, eine alte Freundin und Seherin. Sie bat mich um Rat. Ihr Volk wird von Nachtmaren geplagt, geradezu in den Wahnsinn getrieben. Mir war nicht bewusst, dass die Insel des Nebels bewohnt ist. Es gibt kleine Siedlungen, aber für viele ist es nur ein Ort der Durchreise. Da können schlechte Träume großes Unheil anrichten. Bisher habe ich vor allem versucht herauszufinden, ob das Federnmal in den Träumen meiner Base bedeutet, dass sie einen Bauern oder einen Bäcker ehelichen soll. Ich kann dir nicht folgen. Edgyth benötigt deine Hilfe. Und es ist nicht nur ihr Volk betroffen. Auch ich, mit meiner starken Verbindung zur Geisterwelt, werde zunehmend im Schlaf gestört. Ich fürchte, es könnte bald auch auf unsere Siedlung übergreifen. Ich kann mich mal umsehen, aber ich bin nicht unbedingt erfahren darin, Albträume zu verscheuchen. Da ist noch etwas. Und es wird dir nicht gefallen, Eivor. Ich glaube, Randvi ist irgendwie beteiligt. Vielleicht sogar verantwortlich dafür. Warum Randvi?
Valka, du weißt, ich vertraue deiner Weisheit, aber Randvi ist meine Freundin. Wie könnte sie die Siedlung so gefährden? Als die Albträume begannen, bat ich die Geister um Klarheit. Und ich erhielt eine Vision. Sie war umwölkt, und doch konnte ich es sehen. Du wirst Randvi auf einem Schauplatz des Todes auf der Insel des Nebels finden. Ihr werdet kämpfen. Dann werden sich eure Wege für immer trennen. Das kann nicht stimmen. Du entscheidest, ob du es glaubst oder nicht. Die einzige Möglichkeit, die Wahrheit zu erfahren und die Albträume einzudämmen, ist, zur Nebelinsel zu gehen. Ich habe hier meine Pflichten, aber Edgüd kann dich hinbringen, sobald du bereit bist. Also, bist du bereit? Mein Volk hält ohne Schlaf nicht mehr lange durch. Ich finde heraus, was deine Leute plagt, wer oder was es auch sein mag. Edgüds Hütte, neuer Ort entdeckt. Wow. Die Insel des Nebels. Wie schön, wo sind wir da? Ist das irgendwie vor Englerland? Da wären wir. Die Insel des Nebels. Schön, nicht wahr? Hast du eine Idee, wo ich anfangen soll? Sieh dir zuerst Kial Tara Glen an. Dort begannen die Albträume. Meine Hütte ist auch dort, solltest du meine Hilfe benötigen. Eine schicksalshafte Begegnung. Wow, das ist noch mal eine ganz eigene Saga hier. Wie schön, wie toll. Ach, das habe ich vermisst. Wieder so ein neuer Start in ein eigenes Abenteuer. Das ist eine große Insel. Schön, empfohlene Stärke 55. Aber wo sind wir hier? Das Land der Pikten steht hier ganz westlich. Holen wir uns erst einmal hier den kleinen Schatz und schauen wir uns dann hier oben einmal um. Wie schön. Ich mag ja so frische Abenteuer und die Insel ist auch sehr schön und sehr mysteriös. Ja, Vorsicht, Eivor. Nicht die Einheimischen abmurksen. Interessant. Ah, und Teddy ist auch mitgekommen. Hopp. Dann mal hoch zu dem Aussichtspunkt. Ja! Ja, und das ist kein DLC tatsächlich. Also das hat Ubisoft dann kostenlos noch hinzugefügt als Inhalt. Finde ich sehr interessant.
Gut, das war auch nur Eisenerz und leider kein Titan. Ich dachte, vielleicht gibt es hier auf der Insel Titan in so Erzadern. Ich habe es jetzt schon oft gesagt, aber gut, dass Eivor hier so gut an den Felsen hochklettern kann. Ah, den Opal nehmen wir mit. Schön, richtig schön. Genau, da drüben ist dann schon das Dorf. Es gibt 3 Sidequests, 5 Artefakte und einige Schätze. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir ja schnurstracks hier zum Dorf kommen. Wir können sogar hier hin porten. Vielleicht machen wir das sogar auch. Wobei mich hier dieser Weg interessiert. Aber ich glaube, um Zeit zu sparen, fangen wir dann vielleicht doch hier oben an. Direkt bei dem Dorf hier. Und dann werden wir von hier den kleinen Spaziergang runter zum Dorf machen. Ah, hier ist die Hütte von ihr. Können wir noch ein paar Worte mit ihr wechseln? Sie hat sehr viele Katzen. Oh, das ist ja süß. Ah, da bist du ja, Edgüt. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich überlege, zurück nach Englerland zu gehen. Bist du sicher? Mein Volk wird immer noch von Nachtmaren geplagt. Du hast recht. Ich bleibe hier und kümmere mich um diese Albträume. So, durch sie kommen wir wieder zurück nach Englerland. Die Natur hier sieht so schön aus. Dann lasst uns mal rüberschwimmen. Okay, wir können jetzt die Dorfbewohner nach ihren Albträumen fragen. Dann machen wir das doch gleich mal und holen nebenbei noch die anderen Schätze. Schlaf vor der Hochzeit. Und dann auch noch Träume, wie mein Verflossener sie stört und einen Streit anzettelt. War es ein Traum? Oder eine Vorahnung? Ist alles in Ordnung? Du scheinst... Finde die Kriegerin mit dem Zopf. Sie ist unser Untergang. Sie stiehlt unsere Träume. Eine Kriegerin mit einem Zopf? Nein, Rand, wie kann es nicht sein? Wo ist sie? Bei einer Kirche im Nordwesten der Stadt.
Mehr sah ich nicht in meinen Träumen. Finde sie und bitte, lass mich schlafen. Ja, Schlafentzug kann richtig, richtig fies sein. Da verstehe ich schon, dass die Dorfbewohner da so reagieren. Oh, nein. Da oben ist noch eine Truhe. Da müssen wir sogar rein. Ich hoffe, wir erschießen den nicht. Ich glaube, wir müssen von da oben da reinschießen. Sonst ist der Winkel nicht groß genug. Gut, dass der sich nicht zu sehr bewegt hat da drin. Du da, was kannst du mir über die Nachtmare sagen, die die Leute heimsuchen? Sagen? Dir sagen? Ich brauche dir nichts zu sagen. Sie finden schon noch früh genug den Weg zu dir. Diese Albträume verbreiten sich wie eine Seuche. Schlimmer noch, sie rauben dir den Verstand. Bildhaft, aber nicht hilfreich. Ja, schön, dass wir hier mehr Charakterinteraktion haben. Das kam ja gefühlt in letzter Zeit ein bisschen zu kurz, aber die Dialoge sind immer sehr cool und ja, gerade die Synchronsprecher machen auch so eine gute Arbeit. Oh, da hinten gibt es einen Schlüssel. Am Baum. Leihen wir uns mal kurz das Pferd hier aus. Eivor konnte sich doch irgendwie hier so auf das Pferd stellen. Ja, kommen wir so an den Schlüssel ran? Wahrscheinlich denke ich jetzt wieder zu kompliziert. Am Ende kann Eivor hier einfach hochklettern. Ah, nicht ganz. Müssen wir das hier vielleicht dorthin schieben? Ja, das hat funktioniert. Ja, erstmal schön die Wohnung hier verwüsten. Der arme Kerl, der hier wohnt. So, dann haben wir hier den Tungstenbarren und Titan auch gesammelt. Da hinten gibt es auch noch eine Tattoo-Vorlage. Schnell hinterher. Nein, Eivor. Schnell wieder hoch und wir konnten da irgendwas lesen. Hab dich. So, ich glaube, damit haben wir hier alles abgeschlossen im Dorf. Hier drüben gäbe es noch zwei, aber das holen wir einfach mal, wenn wir
von da wieder runterreisen und wir müssen jetzt bis hier rüber in den Westen. Dann reisen wir dort einmal hin. Tauben am Hochzeitstag bringen Glück, aber ein Adler? Nichts als Unheil! Nichts als Unheil! Geht es dir gut? Ich bin hier, um... Ein Adler! Ein Adler wird unser aller Untergang sein! Ich sah ihn im Traum! Von dem werde ich nicht viel erfahren. Diese Albträume scheinen wirklich schrecklich zu sein. Schön stimmungsvoll aufgebaut. Ach, das gefällt mir. Was für eine schöne Insel. Und ja, durch die ganzen Wasserfälle und den Dunst, der dabei entsteht, verstehe ich, warum diese Insel auch Nebelinsel genannt wird. Gibt es hier auch verwunschene Orte? Würde sich auf dieser Insel sicher anbieten. Seltsam. Valka sagte, ihre Vision wäre umwölkt gewesen. Sah sie Randvi umgeben von diesem Schleier? Ein Friedhof. Oder in Valkas Worten, ein Schauplatz des Todes. Was? Hier treiben sich böse Geister herum. Ja. Eine verfluchte Kirche. Oh. Der Recht. Randvi! Nein. Cassandra. Und wer bist du? Dein Gegner. Kann diese Randvi denn gut mit der Axt umgehen? Das kann sie. Viel besser als du. Ha. Mir ist ein Speer lieber. Du bevorzugst also auch andere Waffen. Wo hast du diese Klinge her? Du redest zu viel!
Scheint, als sollten wir uns mal über ein paar Dinge unterhalten. Schön. Wenn es sein muss. Also, Gegner. Hast du einen Namen? Eivor. Ich nehme an, du bist eine der Verborgenen. Nicht wirklich. Aber ich bewundere ihre Arbeit. Wenn du keine klaren Antworten gibst, sollten wir lieber weiterkämpfen. Ich bin keine Verborgene, aber ich habe Freunde unter ihnen. Und oft ähneln sich unsere Ziele. Ich nehme an, das gilt auch für dich. Oh, das ist jetzt schwierig. Ja, mit Heitam haben wir einen Freund, mit Basim nicht so ganz. Aber dadurch, dass wir uns auch um den Orden gekümmert haben und alles. Ja, ich bin mit einigen der Verborgenen befreundet und teile ihre Ziele. Dann haben wir womöglich mehr gemein, als wir dachten. Du hast mir noch nicht gesagt, warum du hier bist und woher du kommst. Ich bin so viel gereist, es ist lange her, dass ich von irgendwoher kam. Aber vor langer Zeit war die griechische Welt meine Heimat. Ich bin hierher gekommen, um nach einem uralten Artefakt zu suchen, das dieser Insel viel Ärger bereitet. Du meinst die Albträume? Eine Seherin sagte mir, dass eine Person inmitten des Todes auf dieser Insel sie verursacht. Dieselbe, die mich für jemanden namens Randvi hielt? Vielleicht hatte deine Seherin einen schlechten Tag? Willst du mir erzählen, du wärst nicht für all diese Leichen verantwortlich? Ich sah, wie diese Leute sich in ihrem schlaflosen Wahn gegenseitig zerfleischten. Das alles wird von dem Artefakt verursacht, nach dem ich suche. Normalerweise würde ich nicht lange brauchen, um es zu finden, aber dieser Nebel macht es schwierig, nahezu unmöglich. Wenn ein Fluch dich so leicht abhalten kann, wie gedenkst du dann in der Welt der Träume und Geister zurechtzukommen? Ein Fluch? Du kennst die Geheimnisse dieses Landes sehr gut. Ich... Hast du etwas gehört? Nein, nein. Hör zu. Etwas sagt mir, dass wir zusammenarbeiten sollten. Und wie genau kommst du darauf? Es ist doch offensichtlich. Du willst die Albträume aufhalten und ich will das Artefakt, das sie verursacht. Hilf mir, den Nebel zu lichten, damit wir es finden können. Und nach diesem Zusammentreffen soll ich wirklich glauben, dass nicht du die Ursache für die Albträume bist? Ich schwöre dir, ich will sie beenden. Wir können zusammenarbeiten. Vorerst. Mega cool. Da sind wir dann tatsächlich auf Cassandra getroffen, die Protagonistin aus Assassin's Creed Odyssey. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.